Ein schnurriges Willkommen bei Kitty Plays the Dick. Letztes Mal haben wir ja den nervigen Nager gefangen mit Hilfe von diesem tollen Gerät und dem Halsband, bzw. Armband, den wir ihm umgelegt haben. Wie gesagt, das war bestimmt für ein Kind hinterher zu spionieren, falls es wegrennt oder sowas. Und mit diesem Teil, das die Ratte hier aus dieser Tafel geklaut hat, können wir jetzt hoffentlich die Tür reparieren und gucken, was dahinter ist. Also hier ist das Maschinenteil. Ich gucke es nochmal an. Das ist das Teil vom Türschloss. Gut, ja. Das wissen wir, genau. So, und dann mal ab in die Tafel damit. Mit ein wenig Glück funktioniert das jetzt. Normalerweise würde man der Tafel ja Essen geben. Hier stecken wir ein Maschinenteil rein. So, noch den Deckel drauf. Dann wollen wir das Ding mal verschließen und schauen, ob es klappt. Und mit Deckel können wir dann auch immer so den Knopf drücken. Sesam, öffne dich. Und da desintegriert sich die Wand. So, und das Erste, was mir auffällt, ist, dass hier noch eine Platte zu finden ist. Gleich mal hier so... Joink mitgenommen. Habe ich, ja, ich hatte die andere eingesetzt. Und hier ist auch noch ein Stab. Sprich, jetzt können wir noch eine Tür aufmachen. Noch einer dieser gravierten Stäbe. Das müsste jetzt die letzte sein. Sprich, die Tür mit dem... wo wir den Strom mit dem Starthilfekabel dran machen müssen, wie ich erzählt hatte. Wie ich mich ja noch erinnere. So, und das ist die Stelle, die ich eigentlich ursprünglich woanders erwartet hatte. Nämlich auf einer anderen Insel. So, aber ich guck mal, hier ist ein Ries. Zumindest gemäß der neuen Rechtschreibung. Na, wo ist er? Komm her, du Ries. Ja, ja, das Zepter, das gucken wir uns gleich an. Ich will... War eh wieder... Ach ja, wir stehen davor. Ein Ries. Denn wenn es ein Riss wäre, würde ja mit Doppel-S geschrieben werden nach der neuen Rechtschreibung. Da merkt man dann wieder, dass das Spiel älter ist. Ich kann nach draußen sehen. So, was siehst du da draußen denn? Hey, ich kann nach draußen sehen. So, jetzt kannst du da auch was machen. Ich kann nach draußen Nein, er kann sehen. Auch nach draußen sehen. Er sieht noch nicht mal nach draußen. Es ist schade, wenn das Angucken und das Interagieren identisch die gleiche, das gleiche Ergebnis haben. So, dann haben wir einen Knopf, da drücken wir mal drauf. Und dann gucken wir uns das Doppelzepter an. So, Knopf drücken, macht nichts. Schade. Hier oben ist ein mattes Licht, das können wir uns auch nochmal angucken. Weder angucken noch interagieren funktioniert. So, dann kommen wir jetzt zu... Die stehen ja schon so auf einem Podest. Komm, ich laufe mal zur Seite nochmal, damit man so schön sehen kann. Die stehen ja schon so auf einem Podest. Also sind quasi hervorgehoben als hier was ganz Besonderes in diesem Raum. Die werden quasi hier präsentiert, sind genau in der Mitte vom Raum. Das ist nicht ohne Grund. Ich gucke sie mir mal an. Die Zepter scheinen elektrisch geladen zu sein. Denn die haben eine besondere Bedeutung. Also man muss, was ich eben gesagt habe, man muss da immer ein bisschen gucken. Das sind nicht nur in Computerspielen, sondern auch in der Realität. Das sind so Subtilitäten, Sachen, die in der Mitte sind, die vielleicht auf einem Podest stehen oder so. Das ist natürlich, um sie besonders hervorzuheben. Ne? Bei einem Foto, das Motiv ist normalerweise in der Mitte. Wenn es nicht in der Mitte ist, hat das schon einen bestimmten Grund wieder. Dann hat man sich meistens was gedacht oder kann einfach keine gescheiten Fotos machen. So, interagieren wir mal damit. Die Zepter scheinen elektrisch geladen zu sein. Natürlich muss er alles einpacken. Interessanterweise habe ich das goldene Zepter, es ist also ein goldenes und ein silbernes, habe ich das goldene Zepter noch in der Hand gehalten, während ich das andere schon in die Tasche gepackt habe. Anstatt, dass er das wertvollere, das goldene in die Tasche erstmal packt. Naja, egal. Also, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Der Podest macht nichts. Haben wir hier nochmal so einen komischen Knopf. Komisch, dass hier ein Knopf ist, der nichts macht. Das wurmt mich. Ja, hier ist ein schwarzes Licht. Da gucken wir mal, ob die neuen Zepter, die wir jetzt bekommen haben, vielleicht in diesem Raum irgendwas zu bedeuten haben. Gucken wir also mal dieses goldene Zepter, weil der Knopf ist Gold. Das wird nichts bewirken. Nein, mit dem Licht. Da läuft das schon mal anders hin. Und da haben wir doch was aktiviert. Hier sieht man also den Planet und den Mond, der seinerseits wieder einen Mond hat. Und
ich kann jetzt das goldene Zepter hier mit diesem Planeten verwenden und dann sehe ich hier eine schöne Animation von der Sonne und der Gruß der Mondleit stehen. Und was passiert ist, dass ich nun den großen Mond mit dem goldenen Zepter steuern kann und wer dachte es schon gedacht, den kleinen Mond, der das Geräusch macht, mit dem silbernen Zepter. So, und jetzt würde ich sagen, gucken wir mal, wer von euch sich überlegen kann, nach dem, was ich bisher erzählt habe, an was ich mich so erinnere, was man hier zu tun hat. Ja, ich gebe euch gerade Bedenkzeit. So, wer von euch hat es gewusst? Wir müssen die beiden Monde so einstellen, dass... Also wir beeinflussen tatsächlich die echte Stellung der Monde gerade. Wir beeinflussen gerade die Realität damit. Wie auch immer, es ist Alien-Technologie. Wir müssen die Monde so einstellen, dass wir auf dem Planeten die Sicheln beider Monde sehen. Und diese Sicheln beider Monde werden wir dann in dem Felsen mit dem Loch sehen. Und das haben wir in dem Museum so gesehen, dass das so sein muss. Nicht nur in dem Museum, sondern auch in dieser Gruft. Und ja, das schaltet in der Gruft etwas frei. So viel will ich jetzt erstmal verraten. Ich versuche jetzt erstmal die richtige Stellung zu finden. Soweit ich weiß, kriegen wir auch mit, wenn wir die richtige Stellung haben. Ich bin da gerade etwas blöd, weil ich habe das Gefühl, hier ist die Sonne. Aber das Licht kommt von da. Das ist ein bisschen, komisch. Ich stelle das jetzt mal... Ich rede mich mal raus mit, ich bin ein wenig müde. Ich habe heute 4,5 bis 5 Stunden an einem Schrank gebastelt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das war. Eigentlich, wenn das so ist, dürfen wir den kleinen Mond ja nicht mehr sehen, weil der große das Licht von dem kleinen Mond abhält. Ne? Wenn ich mich nicht irre, da war ja was so irgendwie... Das sollte jetzt eigentlich eine doppelte Mondfinsternis sein, ne? Also wollen wir doch den Mond auf der dunklen Seite des Planeten haben. Also so, dass er das Licht der Sonne, ne, auf dem dunklen Seite des Planeten reflektiert. Und möglichst irgendwie so, dass er vielleicht nur als Sichel zu sehen ist. Naja, das hängt eigentlich davon ab, wie er bestrahlt wird. Das sehen wir hier. Und dasselbe mit dem Kleinen auch. Also irgendwie so. Vielleicht noch dazwischen. So. Das war, glaube ich, für mich schon immer ein Rumprobieren, weil ich auch tatsächlich gar nicht wusste, welches Bild ich am Ende auslösen musste. So. Spielen wir hier mal ein bisschen rum. Vielleicht den noch ganz weit. Also wenn ich den nach hinten mache, sieht man nicht. Deswegen mache ich den eher so zum Planeten hin. Und was ich jetzt natürlich mal machen kann... Es ist die Decke dieser Kuppel. Vielleicht ist es dieser Planet. Ja, ich könnte natürlich auch nochmal gucken, was Boston Lowe zu sagen hat zu den Sachen. Das soll den kleinsten Mond dieses Planeten repräsentieren. Das ist ein Abbild vom größten Mond dieses Planeten. Es ist die Decke dieser Kuppel. Genau. Ich will zurück. Das ist hier im Eck. Und jetzt sieht man hier auch schön diese Karte. Also hier sieht man jetzt auch nochmal, hier ist die Sonne. Ja, und hier ist der Planet und die Monde und Moment, wenn ich das jetzt... Sie stellt einen Planeten und seine Monde dar. Wenn ich das jetzt so rumnehme... Vielleicht ist es dieser Planet. Genau, ich wollte eigentlich wieder in das Fenster rein. Wenn ich das jetzt rumdrehe... Oho, jetzt sehe ich wieder hier so eine schöne Animation von dem Mond, der sich vor die Sonne schiebt. Nein, von der Sonne weg. Aber allein schon diese Animation könnte jetzt heißen, dass wir das Rätsel gelöst haben. Ich weiß es nicht genau. Nein, schade. Nicht, dass wir das Rätsel nicht gelöst haben. Das will ich gleich nochmal nachgucken. Ich hatte gehofft, dass ich an dieser Stelle hier jetzt die Monde auch hier hingedreht haben. Das wäre sehr geil, wenn sich dieses Bild entsprechend ändert. Ja, es ist die Decke dieser Kuppel. Ja, ich will hier nur wieder raus. Krümmen wir jetzt mal den Knopf. Dass hier ein Knopf ist, der nichts macht, das ist echt was mich ein bisschen wurmt. Ich hätte ja der Apply-Knopf, ne, der Anwenden-Knopf sein können. Dass ich hier alles, was so soll sein, klick, macht, dass es so ist. Nee.
Ich guck mal, vielleicht ist es jetzt auch so, dass man jetzt irgendwas schon in diesem Felsen sieht. Das ist also dann auf einer anderen Insel. Über die Lichtbrücke. Asio. Da. Wir hätten also die Gruftinsel, da wollen wir hin. Die heißt jetzt übrigens auch Planetariumsinsel. Und da ist die Gruftinsel. Dankeschön. Sehr praktisch. Da fliegt eine Fledermaus. Ich finde die immer noch niedlich. Ich glaube, man konnte die mit der Taschenlampe aufdingsen. Und ich glaube, das war sogar nötig. Huch, da war eben der Ton weg. Ich hoffe für euch nicht. So, halt, das ist immer noch, wo Brink ist. Und da steckt Low auch irgendwo fest. Gehen wir raus. Wir wollen eins zurück. Wir wollen in die Gruft. Nein, halt, wir wollen nicht in die Gruft. Wir wollten uns eigentlich nur das hier angucken. Und da war nichts Besonderes. Gut, ich werde jetzt trotzdem mal, auch wenn es irgendwie gemein ist, und jetzt sind hier drei, und der Ton war schon wieder weg. Ich würde trotzdem mal gucken, ob ich die Fledermäuse aufscheuchen kann. Weil ich glaube, wenn ich das kann, dann passiert da auch, dann fällt da was runter oder so. Ich finde einfach die armen Tierchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die haben ihm doch nichts getan. Also, dass sie hier so rumfliegen und er die eklig findet. So, und ist was runtergefallen. Faszinierend, mit welcher Parallelität es die Evolution geschafft hat, Fledermäuse in zwei verschiedenen Welten gleichermaßen widerwärtig und ekelhaft zu kreieren. Ich würde sagen, es ist ein Wunder, wie es die Natur geschafft hat, so Leute wie ihn noch nicht vollends auszurotten. So. Manchmal das Gleiche, was er mit den Fledermäusen macht, mit ihm. Natürlich meine ich das nicht ernst, aber im Gegensatz zu ihm, der das ernst meint. Ich meine, man kann ja Fledermäuse ekelhaft finden, aber man muss es nicht jedes Mal allen aufs Auge drücken, ganz ehrlich. Vor allem ist auch niemand da, ja, also für ihn ist ja niemand da, ja. Eigentlich interessant, dass er selbst Gespräche führt. War das nicht irgendwie ein Zeichen des Wahnsinns? So, ich hoffe, ich habe jetzt halt, das war die Planetariumsinsel, richtig? Ich wollte zur Museumsinsel, ja genau. Ich wollte jetzt nochmal mir das Display im Museum angucken. Und ich weiß wieder nicht, ob es das Richtige ist. Ein zweiter. Das mit der Grabstätte, das kann schon gut sein, dass es das ist. Ja, genau, das hier ist der. Hier sieht man also die eine Mondsichel in dem Baum. Hier sieht man die beiden Monde, ne, den großen und den kleinen und den Berg. Und dann sieht man hier diesen Baum, der auf einmal ja entweder zum Leben erwacht oder irgendwie wieder... Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Gut, das wissen wir schon. Das haben wir im Planetarium gesehen, dass der größere vom kleinen umkreist wird. Interessant ist ja, was ist die Zielstellung der Monde? Übrigens finde ich, das war jetzt nicht aus dem Display zu erkennen, dass der größere Mond von dem kleinen umkreist wird. Aus Neugier gucke ich mir nur die Platte an. Ich glaube nicht, dass ich diesmal mehr Sinn aus dem Gekrickel dort machen kann. Symbole, die auf eine Platte geschrieben sind. Sieht aus wie ein Alphabet. Aha. Im Moment, jetzt wie, was, wo, wann, dann nimmt er die Platte mit. Vorher hat er nur irgendwie die Platte in groß da, ja. Also, das Gleiche, hier sieht man ja hier so, das sieht aus wie die Lichtbrücken, hier sieht man dann auch so Licht und so, hier diese Bildchen sieht man auch woanders, also wenn ich jetzt mal rausgehe und mir die Lichtbrücken von nahem angucke, seltsames Gerät, dann habe ich hier auch, ne, das hier, ich glaube, das war auf der Platte auch zu sehen, gucken wir mal, das hier? Ja, das hier ist hier, ne? Das ist doch... Genau. Das ist das doch, oder? Oder? Naja. Also wenn das aussieht wie ein Alphabet, dann kann ich das vielleicht Maggie geben. Das könnte ihr helfen. Hat zwar jetzt mit dem Monden nichts zu tun, aber wo wir gerade hier sind, dann... Da macht er jetzt irgendwas von alleine. Ja?
hin? Ich habe sie im Museum gefunden. Können Sie sie lesen? A, B, C, D. Das sind andere Symbole als die in der Datenbank hier. Mist. Die sind wohl nicht dafür gedacht, dass Fremde sie lesen. Ja. Wenn man einen Einheimischen hätte, könnte man fragen. Vorausgesetzt, man versteht die Sprache. Oder die können in unserer Sprache reden. Auch interessante Frage, ne? Wenn man außerirdisches Leben trifft, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwie verständlich machen kann? So, aber gehen wir nochmal zur Mondinsel, Planetariumsinsel. Ist ja übrigens immer noch eine Insel, wo wir nicht hin können. Und ich schmatze schon wieder so komisch. Das ist so eine blöde Angewohnheit von mir. Hier war das Plateau mit der Ratte und dahinter ist dann. Wenn ich geschluckt habe, schmatze ich. Ich habe das früher immer rausgeschnitten übrigens. So im allerersten. Und das war ein Haufen, aber das hat Stunden gekostet. Also gucken wir uns nur die Mondkarte an. Ja, der hat sich gemerkt, wie wir die Monde gestellt haben. Ich glaube ja, dass die Animation, die da kommt, immer die gleiche ist. Nein, das war's. Oh, Entschuldigung. Ja. Es war also doch so eine halbe doppelte Mondfinsternis. Die Animation besagte also doch, dass wir es richtig gemacht haben. Doch. Warum geht die Tür zu? Wegen der Ratte. Er hat das Teil doch nicht schon wieder gestohlen, oder? Doch. Ich bin hier drin gefangen. Ja. Oh, stimmt ja. Das ist ja unsere Spielfigur. Also können wir jetzt hier nicht raus. So, das war wohl das Spiel. Ja, natürlich nicht. Vielleicht ist der Knopf ja da, um hier aufzumachen. Ich meine, wir haben hier drin einen funktionierenden Knopf. Ja, einen Knopf, sagen wir so. Der nicht kaputt gemacht wurde. Also mal ganz ehrlich. No, du machst dir. Die Steuerung auf dieser Seite funktioniert noch. Ziemlich unverdient in die Hose. Und das als Soldat, dessen Aufgabe es ist, alle zu beschützen, muss man mal sagen. Ich selbst war ja nie bei der Armee. War auch, das ist auch eine komische Story. Erzähle ich vielleicht beim nächsten Mal. Wollte auch nie zur Armee. Und, ach, weißt du was, das ist eigentlich eine gute Zeit. Ja, 17 Minuten erst. Läuft die Aufnahme. Also die Geschichte ist die, ich hatte schon immer Angst, zur Armee zu gehen tatsächlich. Also als ich ja... als ich ja 18 wurde, war es ja noch so, dass man, sobald man die Schule fertig hatte und 18 war, dass man zum Bund musste. Man musste also einen Zwangsmilitärdienst leisten. Das war so eine wäre so eine Grundausbildung gewesen. Ich glaube, ein Stückchen länger als die Grundausbildung war. 11 Monate oder sowas? Ich weiß gar nicht, wie lange das war. Und ich habe als Kind, Kriegsfilme oder Antikriegsfilme eher gesagt gesehen. Sowas wie Kinder für das Vaterland oder so. Ich glaube, Sachen, die man nicht als Kind hätte gar nicht gucken dürfen eigentlich. Aber es lief halt im Fernsehen, es war keiner da, der es kontrolliert hat. Ich habe es gesehen. Und das hat mich, naja, was Militär angeht, ein bisschen traumatisiert. Und also da sind dann so Sachen wie, da haben sie halt die Kinder an die Front geschickt. Das war, glaube ich, ein französischer Film. Haben die Kinder ziemlich misshandelt, dass sie sich auch wirklich an die Regeln halten und vom Militär, ne, und unbedingt der Gehorsam, nichts in Frage stellen und so, ist bei Kindern jetzt nicht sonderlich einfach. Also Kinder, Jugendliche, ne, so 14- bis 16-Jährige und so. Da wurde ein halt in eine dunkle Zelle gesperrt und dann halt einfach mit einem nassen mit einem Feuerwehrschlauch abgesprüht und so und dass der dann irgendwie krank war, war scheißegal, das hat den nicht interessiert. Und der ist dann auch später, glaube ich, ist ihm von einem Panzer das Bein abgefahren worden, von den eigenen Leuten. Ach, das ist hier wieder, wo Brink sitzt. Weil das die halt nicht interessiert hat, dass da jemand liegt. Die sind halt einfach weiter vorwärts marschiert. Und das hat so, das ist mein Bild, was ich vom Militär habe, ja, vom Militärdienst habe. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und ich habe also damals, jetzt sieht man hier. Ich dachte, die Monde wären in einer synchronen Umlaufbahn. Was könnte die Monde bewegt haben? Junge, du warst dabei.
du hast die Monde bewegt. Naja, gut, es ist Boston Low. Nein, das ist nicht meine Meinung vom Militär. Die Militärs sind meiner Meinung nach nicht alle dumm. Das ist eher so das Filmklischee. Aber ich bin also dann hin, ne, zu der Musterung. Da musstest du also so einen Test machen, so einen ärztlichen Test und so. Und dann hat der Arzt natürlich gefragt, ob ich irgendwelche Vorerkrankungen habe, ob ich regelmäßig irgendwelche Medikamente nehme. Das war nicht die Gruft, auf die ich geklickt habe. Ich glaube, ich erzähle jetzt erstmal die Geschichte fertig. Ob ich irgendwelche Medikamente nehme. Und ja, natürlich habe ich irgendwelche Medikamente genommen. Ich bin ja schließlich Asthmatiker. Da habe ich gesagt, ja, auch mein Asthmaspray. Hat er gesagt, ja, was ist das denn für eins? Ja, Moment, ich weiß nicht, wie es heißt. Hosentasche gegriffen, der Notfallspray hat mir immer mit. Nur Hosentasche gegriffen, auf den Tresen gelegt. So, das hier, ja, okay. Was ist denn der Name von Ihrem Lungenfacharzt? Ja, der und der und der. Gibt es mittlerweile nicht mehr. Aber, ja, ich könnte dann, das war der Herr Dr. Manns, kann ich den Namen ja sagen, wenn es ihn nicht mehr gibt. Habe ich ihm gesagt, Name und Adresse konnte er selber rausfinden. Und dann musste ich auch schon die zweite Hälfte von der Musterung, nämlich diesen sportlichen Eignungstest, ne, Fahrrad fahren und so, also gucken, wie mein Körper so funktioniert und so, musste ich nicht machen. Ich musste noch eine Urinprobe geben. Können jetzt viele sagen, dass der da drüber redet. Ganz ehrlich, meine Güte, das ist eine normale ärztliche Geschichte, ja, dass die eben mal einen Urintest machen. Bluttest haben sie halt nicht gemacht, hätten sie theoretisch eigentlich auch noch machen können. Wäre eigentlich ganz praktisch gewesen, hast du einmal eine komplette Check-up-Untersuchung gehabt, hätten sie die Ergebnisse geschickt, fertig. Naja, dann habe ich den Brief gekriegt mit dem Ergebnis. Und damals hat man so geredet von der Musterung. Das Musterungsergebnis ist T gefolgt von der Zahl. Ne? T1 war so das Beste, T5 war quasi ausgemustert. Ich habe nirgends da irgendwie was in diesem ganzen Brief, nirgends was gefunden, was irgendwie gesagt hat, T1, T2, T3. Ich habe noch nicht mal irgendwie was gefunden, wo irgendwas, das waren viele Ankreuzkästchen, was ich nicht hätte machen können und so. Nirgends war irgendwas mit 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas. Ne? Ich so, na toll, jetzt habe ich keine Ahnung, ob die mich haben wollen oder nicht. Es stand nirgends irgendwas von wegen, dass ich mich dann und dann irgendwie irgendwo melden soll. Ich bin dann also hergegangen, habe pro forma meine Verweigerung geschickt. Und dann kam ein Brief zurück und das ist jetzt eigentlich der lustige Teil. Sie haben meine Verweigerung abgelehnt, weil ich ja ausgemustert wurde. Also Sie können meine Verweigerung nicht annehmen, weil es ja gar keinen Grund gibt zu verweigern, weil ich ja gar keinen Wehrdienst leisten muss. Das war mir aus diesem Brief nicht ersichtlich. Das war ein total kompliziertes Ding von Ankreuzdingern. Warum schicken die mir so einen riesen Katalog von Sachen, die ich, ob ich sie machen darf oder nicht, wenn ich eh ausgemustert bin? Also ist mir total unverständlich. Bis heute, also ich habe das Ding bis heute nicht verstanden. Tatsächlich habe ich auch keine Ahnung, wo das ist. Ich habe letztens meine Krankenakte mal so ein bisschen durchgeguckt, weil beim Arztwechsel habe ich die ja alles mitgekriegt. Ich habe das Ding nicht wiedergefunden. Ich würde das echt mal gerne jemandem zeigen aus der Zeit, der mich vielleicht mal erklären kann, was der ganze Quatsch bedeutet, der da steht. Naja, gucken wir mal in die Gruft rein. Also das ist so meine Erfahrung mit dem Militär. War übrigens so, als man da hingekommen ist, haben sie gesagt, für ganz Doofe hier dieser roten Linie folgen. Ich habe so überlegt, ob ich mir noch den Witz machen soll, weil dann stand ein Schrank auf dieser Linie, ob ich mir den Witz machen soll, mich auf der Linie entlang zu laufen und gegen den Schrank zu laufen. Aber ich habe mir gedacht, die verstehen bestimmt keinen Spaß. Die haben bestimmt die ganze Zeit irgendwelche Spaßvögel und sind total genervt davon. Und im Endeffekt machen die doch auch nur ihren Job, ganz ehrlich. Ja. Sie waren ja auch nicht unfreundlich. Es waren total nette Leute alles. Also muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich Kontakte mit Militärs hatte, das bietet sie auch nichts. Der Stein ist so etwas wie ein Schalter. Ja, das haben wir schon gemerkt. Du warst ja schon mal hier. Nur jetzt, wo ich die Monde aktiviert habe, auf einmal reagiert er da drauf. Naja, das ist ein bisschen komisch, aber ich mag übrigens diese Schreie. Das ist so, ja, so eine creepy Atmosphäre, obwohl hier alles hell ist. Ne? Hier müsste es jetzt so dunkel sein. Aber ich habe es nicht angemacht. Ich labe heute recht viel. Der Stein ist so etwas wie ein Schalter. So, ich wollte von dem Stein wieder runtergehen. Also eigentlich öffnet sich nur das Oberlicht. Aber ich weiß, war das das hier? Ich hätte es hier an meinem Kreis gemacht. Das sollte halten. Ich weiß, ich musste diesen Schalter aktiviert lassen. Nee, irgendwie fehlt mir jetzt so ein bisschen der Hinweis, dass das was bringt, sozusagen. Das ist ein bisschen random, weil, wenn ich mich nicht irre, das hat nicht gereicht. Jetzt haben wir eine dezente Beleuchtung. Das hat nicht
gereicht. Das machen. Bin ich tatsächlich ein wenig planlos, weil eigentlich müsste diese Platte zu einem Aufzug geworden sein und es runterfahren. Hier können wir die zumal nicht, ich glaube, wer sagt dasselbe wie eben. Der größere Mond wird vom kleineren umkreist. Genau. Ist hier noch irgendwas? Ja. Das Oberlicht ist noch verdreckt. Gut, weißt du was? Ich guck mal, ob ich den Stab nochmal runternehmen kann, damit man diesen Effekt sieht. Jawoll. Oh, der Stein ist locker. Genau. Das ist eigentlich komisch, weil er weiß schon, dass der Stein locker ist. Das ist wahrscheinlich wieder eine komische Übersetzung. Jetzt ist der Stein wieder locker, wäre besser gewesen. Also machen wir mal den Dreck weg. Mal das Fenster sauber. Wo war denn der Schmutz? Oder wie ein Professor immer, mein Mathe-Professor immer sagte, der Schmutz. Hey. Fies. Der war doch eben noch da. Schmutz. Komm raus, du bist umzingelt. Die Nase juckt schon wieder. Das gibt's nicht. Wir sehen den Schmutz erst, wenn das Oberlicht offen ist. Ich bin mal ganz gemein und mache das jetzt während dem Stream. Ich mache mal eben einen Screenshot und das Spiel jetzt kurz pausieren. Also ich klicke mal außerhalb des Spiels. So, jetzt pausiert das Spiel automatisch und mache mal das Snipping-Tool an. Ich möchte ein Vorher-Nachher-Foto machen von draußen. So, also dann möchte ich ein Fenster ausschneiden und dieses hier. Das speichern wir erstmal in 01. Entschuldigung, dass ihr das jetzt hier ertragen müsst, aber es ist gleich vorbei. Denn jetzt gehen wir in die Gruft, blockieren den Stein, machen das gleiche nochmal und dann werde ich später am Ende der Folge einen Übergang zwischen den beiden Bildern machen, dass wir sehen, ob da ein Unterschied von außen war, wo der Schmutz zu sehen war. Was sich außen ändert, wenn das Oberlicht aufgeht quasi. Das würde mich echt mal interessieren, weil ich kann es. Das sollte halten. Ich also raus. Ah doch, jetzt, ich sehe es hier, ne? Hier ist hell. Ich mache trotzdem nochmal den Screenshot für das Vorher-Nachher-Bild. Einmal Screenshot 02. Dann kann ich auch das Snipping-Tool wieder schließen und den Schmutz mit der Schaufel wegmachen. Dankeschön. Ich möchte nichts beschädigen, was darunter sein könnte. Stimmt, das war ja ein Oberlicht, das wird wohl ein Fenster sein. Dann mach's mit der Hand. Puste den Schmutz weg. Da ist etwas Glattes unter dem Schmutz. Eine Linse. Da muss Licht hindurch, runter in... Ja. Oh, ja, okay. Nicht Aufzug nach unten, sondern Statue... Die sieht nicht sehr freundlich aus. Ich befürchte, diese Statue ist lebensgroß. Und hungrig. Was ist das denn? Okay, da bin ich jetzt ein wenig verwirrt. Ich dachte, wir kommen woanders raus. Erinnerung, wenn sie nicht funktioniert, okay. Dann sind wir jetzt wieder im Bereich, dass wir probieren Sachen aus. Also die Statue. Beziehungsweise, wenn ich an Position A nicht weiter weiß, laufe ich zu Position B. Ich gucke jetzt mal, ob ich diese Tür aufmachen kann, wo ich den Strom reparieren muss. Das heißt für uns, wir müssen zurück. Stimmt, ich könnte hier die Linse nochmal angucken. Das ist die Linse, die ich freigelegt habe. Gut, da hat er nichts Besonderes zu sagen. Ich will mit der Bahn fahren. Zurück in den Nexus. Und zwar prüfen wir das Ganze nochmal. Beziehungsweise ich guck mal, ob ich schon alle... Ich glaube, mir fehlt noch eine Platte. Hier haben wir die Nische. Da war wieder das Schmatzen. Legen die Platte hier rein. Nicht den Stab, die Platte.
Ja, da fehlt noch die Platte für rechts. Und ich würde sagen, dabei verbleiben wir jetzt erstmal. Und wir gucken, ob wir die letzte Tür, beziehungsweise also die letzte Tür mit Kombinationsschloss, nämlich eben den, ich hätte sie irgendwie anordnen sollen, den letzten gravierten Stab, den vierten gravierten Stab, ob wir die Tür auch aufkriegen. Das heißt, ich schneide jetzt zu den Würfeln, überlasse den oder dem Würfel, dem W12, die Bühne und sage schon mal Ciao, Miau.